Ja, Frau Bundeskanzlerin, der Kollege De Masi hat Sie ja schon angesprochen auf Ihr Engagement für das Unternehmen Wirecard in China. Ich will das noch mal etwas einordnen. Für Wirecard war über Jahre hinweg entscheidend, dass man Tochtergesellschaften im Ausland zugekauft hat. Das haben die in großer Zahl gemacht, weil sich dahinter Scheinumsätze haben verstecken lassen und weil man den Investoren diese Zukäufe immer als Erfolgsgeschichte verkaufen konnte. So geschah es auch nach dem von Ihnen mitvermittelten Zukauf von Altscore in China. Das hatte also, diese Zukäufe hatten also eine Relevanz auch für das Aufrechterhalten dieses Betrugsmodells. Nun ist es ja so, dass speziell bei dem Fall Altscore in China es nicht nur Bedenken gab im Kanzleramt gegenüber Wirecard, die auch aktenkundig sind, sondern dass zusätzlich zwei Tage vor ihrer Abreise nach China einer ihrer früheren Minister, Karl Theodor zu Guttenberg, ein persönliches Gespräch, das er mit Ihnen führen durfte, genutzt hat, um am Rande dieses Gesprächs seinen geschäftlichen Tätigkeiten für Wirecard nachzugehen. Und ich glaube, dass das ein Unterschied ist zu dem Routinevorgang, den Sie sich bei Herrn De Masi bemüht haben darzustellen. Und ich möchte Sie fragen, ob Sie das eigentlich korrekt fanden, auf die Bitte von Herrn zu Guttenberg in der Weise einzugehen, wie Sie das getan haben, und ob es nicht aus Ihrer Sicht auch Anlass wäre, hier an dieser Stelle mal Selbstkritik bezüglich Ihres Engagements in China für dieses Unternehmen zu üben. Vielleicht nur noch mal zur Information, wir haben ja heute den Gesetzentwurf zur Stärkung der Finanzmarktintegrität im Kabinett gehabt, weil wir aus verschiedenen Dingen, die natürlich nicht gut gelaufen sind im Zusammenhang mit Aufsichtsfragen bei Wirecard, auch unsere Konsequenzen als Bundesregierung bereits gezogen haben. Das hat der Bundesfinanzminister gemacht, der Bundeswirtschaftsminister. Zweitens, auch der Besuch von Herrn zu Guttenberg als ehemaligen Minister meines Kabinetts war ein Vorgang, der sehr häufig vorkommt, dass andere Menschen zu mir kommen, dass sie mir etwas vortragen und dass ich das dann sachgemäß zu den Fachleuten gebe und sage, was sagt ihr dazu? Also aktenkundig mache solche Dinge. Deshalb haben Sie das ja auch gut nachlesen können. Und dann bekomme ich eine Empfehlung. Und wenn ich keine schwerwiegenden Bedenken habe, dann folge ich dem. Das ist ein ganz allgemeiner Vorgang. Und ansonsten bitte ich wirklich um Verständnis. Der Vorgang ist tiefgreifend genug, dass man sich zur Einrichtung eines Untersuchungsausschusses entschieden hat. Und alle speziellen Fragen, da kann ich mich dann auch sehr gut vorbereiten auf diese speziellen Fragen, werden wir dann noch mal in aller Tiefe bewerten. Und ich werde die natürlich auch so beantworten, wie ich das tue. Aber hier war es auch ein Vorgang, dass ein Besucher etwas vorschlägt. Das wird aktenkundig gemacht, von der Fachseite begutachtet. Und dann gibt es eine Empfehlung an mich, der ich oft folge, manchmal auch vielleicht nicht. Aber jedenfalls war die Bewertung da, die ich brauche für meine Entscheidung. Danke sehr. Ja. Nochmal. Dank, Frau Bundeskanzlerin, ich erlaube mir da einfach die Bewertung, dass es angesichts des zeitlichen Vorlaufs von zwei Tagen gar nicht möglich war, da nochmal fundiert nachzuprüfen und dass Sie sozusagen dieses Risiko, das Sie eingegangen sind, auch politisch verantworten müssen. Aber dass es gewissermaßen keine Selbstkritik gibt, ist ja nicht nur bei Ihnen so, sondern auch bei Ihrem Finanzminister und auch bei Ihrem Wirtschaftsminister. Dort wird immer nur über die Verantwortung anderer gesprochen. Und ich möchte Sie jetzt einfach mal konkret fragen, wer trägt denn in der Bundesregierung, deren Chefin Sie sind, politisch Verantwortung für die Prozesse, die hätten zur Aufdeckung dieses Betrugs führen müssen? Wer ist der Verantwortliche? An wen kann sich die Öffentlichkeit, an wen kann sich das Parlament aus Ihrer Sicht denn wenden? Die Bundesregierung als Ganzes hat ihre Schlussfolgerungen aus den Vorgängen gezogen und heute das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität verabschiedet, das dann dem Parlament überwiesen wird. Und dann können die Vorgänge umfassend nicht nur retrospektiv, das muss sein, sondern auch in ihren Lehren für die Zukunft diskutiert werden.